Willkommen, schön dich zu sehen. Namaste. Hallo. 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 Ja. Schön, Hallo. dass du einige sind, ja direkt aus ihrem Office, aus ihrem Büro hier mit Christiane. Das ist dein neues Büro, wie ich sehe. Ne? Wunderbar, schön, dass du da bist. Oder heißt das mit dem Regionalzug durch Deutschland für 5 Euro? Ja, wow, ja, sieht ganz gut aus. Hallo Katja, Anja, schön, dass du da bist. Hallo, hallo, jeder Einzelne. Ah. Ich komme gerade aus dieser Idee von Feier, 4. Juli, Unabhängigkeitstag, als vor etwa 250 Jahren die Amerikaner, 13 Kolonien, haben sich von ihren Unterdrückern, dem britischen Imperium, losgesagt, offiziell. Und es ist ein Tag hier, einer der größten Feiertage in den USA. Ja, das ist nicht nur Feuerwerk und so gute Stimmung, sondern da werden natürlich auch ganz spezielle Events angeboten, meistens sportlicher Art oder für Familie. Und natürlich in den Straßen jeder größeren Stadt gibt es Paraden. Und es ist natürlich ursprünglich wird das nationale patriotische Gefühl wiedergeweckt und in dem Sinne gefeiert. Aber wenn wir diese Idee hernehmen und wie viel Energie da drinnen steckt, und ich habe mir dann gestern, ich hatte eine Spanisch-Session noch am Abend und die war dann genau fertig, als es eigentlich hier dunkel wurde. Und dann habe ich schon gehört, dass es begonnen hat zu knallen draußen. Und dann bin ich auch rausgegangen und bin rumgeblickt. Und ja, es sind zwei Richtungen oder in drei Richtungen Feuerwerke gegeben, auch ein Feuerwerk der Stadt. Und als ich da so richtig hingeblickt habe in meinem Geist, habe ich wirklich gesehen, dass nichts geht vor sich. Ne? Nichts, da geht nichts vor sich. Ne? Das ist wirklich nur Geräusche und ein Böller herumgehe und ein bisschen so ein paar Funken in die Luft. Und das ist natürlich alles wunderschön aus der Perspektive. Oh ja, das ist halt dann so einmal von ein paar Mal im Jahr. Und das darf ich jetzt genießen. Aber im Geist geht wirklich nichts vor sich. Ne? Da ist nichts, was die Erinnerung, was uns gegeben wurde, wirklich ändern könnte oder anders machen würde. Ne? Und das ist eigentlich schon eine gute Nachricht, wenn wir ja, uns erinnern oder sehen, dass eigentlich eine Beständigkeit in unserer Erfahrung, in der Erkenntnis, wer wir sind, wirklich, was nicht mehr auf Wahrnehmung beruht, ja, wenn das eine Beständigkeit bekommt und erkannt wird. Und das ist auch wirklich, was der Aufruf ist mit der Lektion 186, dass die Erlösung der Welt von mir abhängt. Es ist tatsächlich die Idee, dass hier die Erlösungsidee absolut eine Idee der Verantwortung ist, was ich sehe, bin ich auch die Ursache davon. Aber es geht natürlich weiter. Es geht in die Gesamtheit der Vergebung. Es geht in die Gesamtheit zu erkennen, was wirklich da ist, als bereits erlöst. Die Erlösung der Welt hängt von mir, hängt von dir ab, ist ein Schritt zu Beginn zu sehen, dass es keinen Sinn macht, auf jemand anderen zu warten, der das für mich, für dich machen könnte, sondern dass es tatsächlich eine Aktion im Geiste ist, anzuerkennen, was ewiglich gegenwärtig ist. Und jede Situation
bietet uns dasselbe an. Und es ist die Frage, wohin lenke ich meinen Geist? Ne? Es ist die Frage, ob ich meinen Geist dahin lenke, dass ich halt mir hier über, sagen wir mal, außerordentliche oder spezielle Ereignisse in der auf der Wahrnehmungsebene mir vorstelle, dass ich jetzt aus diesem Grund, weil ich etwas anderes oder etwas vielleicht Spezifischeres sehe, dass ich jetzt mehr Grund hätte, mich frei zu fühlen. Weil der Unabhängigkeitstag ist, es geht natürlich um eine Idee des Freiseins, des Freiwerdens. Und wir kennen es ja alle aus unzähligsten Geschichten unserer selbst oder wie wir sie vernommen haben, ob es jetzt eine Änderung ist in Beziehungen mit der Familie, in persönlichen Beziehungen, in Arbeitssituationen. Jede Veränderung, jede Entscheidung, die ich, bevor ich in diesem Gewahrsein war, getroffen habe, hatte eigentlich diese Karotte vor meinem Geist, dass jetzt eine größere Freiheit auf mich zukommt und auf mich wartet. Und es ist dann erst im Erkennen und Erfahren, was sich niemals ändert, was unveränderbar, unveränderlich und unverändert ist, dass hier nicht mehr der Geist diese Wahrnehmungsbilder fördert oder nährt, sondern die Wahl trifft. Ich will das, was Beständigkeit hat, das, was unveränderlich ist, sowohl in dieser als auch in jener, in allen Situationen, wenn sie noch so trivial erscheinen, erkennen und meine Funktion so annehmen als Erlöser der Welt, dass ich mich selbst darin vollkommen erlöst fühlen kann und sehen kann. Und mich selbst als vollkommen erlöst zu erkennen, ist nichts anderes als die Erfahrung, dass ich nicht auf der Zeitlinie bin, nicht in diesem Körper oder als Körperidentität weder mich definieren müsste, noch gebunden wäre, noch irgendwelche Auswirkungen tatsächlich erleiden müsste oder könnte, dass ein Freisein im Geist bereits gegeben ist, weil das die Natur der Schöpfung selbst ist. Und diese Ausrichtung unseres Geistes wird uns vorgelebt von ihm, den wir als Jesus Christus bezeichnen, von ihm, der sich als jeder erwachte Geist, als Bruder im Licht zeigt. In ihm, der eine Natürlichkeit in der Kommunikation lebt, die uns einfach schmelzen lässt, im Herzen verbindend, erkennen lässt, dass hier bereits dieser Schritt zum Himmel gewählt wurde, dass als Erlöser der Welt dies auch nicht wirklich eine einsame persönliche Reise ist und ein Tun wäre, sondern in diesem Übernehmen der Verantwortung und der Bereitwilligkeit, mich im Geist zu verbinden, wirklich zu erkennen, dass das, was ich meine, was so unzählig noch auf Erlösung wartet oder gerade erlöst wird, in Wahrheit bereits erlöst ist, bereits zu Hause ist.
Und dass meine einzige Funktion und Erinnerung sein soll, mich darin einzuschließen und nicht mehr in irgendeiner speziellen Idee herauszuhalten oder speziell zu halten. Er spricht in dieser Lektion 186, die wir als die Tageslektion verstehen, von der Arroganz im menschlichen Geist. Und oft ist es interessant, und das ist ja auch der Weg, den wir beschritten sind, dass uns Arroganz eigentlich vorgeworfen wurde in einer ganz anderen Bedeutung, als wie es sie Jesus jetzt anbietet, nämlich Arroganz im Sinne von nicht die Wahrheit für uns selbst zu beanspruchen und anzunehmen, nicht anzunehmen, das Licht der Welt zu sein, nicht anzunehmen, dass die Erlösung der Welt von uns abhängt, weil das ist ja, wenn du dir ansiehst, den Tumult und das Chaos, das dich umgibt in deinem Traum, es erscheint es ja als vollkommen unmöglich, ist ja jede Beweisführung gegeben, das kann nicht ich sein, das kann nicht von mir abhängen. Wirklich ehrlich hingeblickt. Das ist, ja ständig, ist ja alles in Bewegung und in Veränderung und in den meisten Fällen sogar wirklich herausfordernd, welche Aktion, welche Entscheidung getroffen wird. Will ich jetzt wirklich vergeben oder will ich doch noch einen Moment den Finger auf jemanden weisen und sagen, du bitte, das ist deine Verantwortung und deine Schuld, ne? Und auch die andere Form der Arroganz, die wirklich als das gesehen wird, was Ego-Ausdruck ist, dass es ja eigentlich gar nicht gibt und gar nicht gesehen werden kann, weil es nicht da ist, wurde uns von unseren Brüdern reflektiert, ne? Und hat genauso etwas immens beigetragen am Weg, dass wir hier angekommen sind. In einer Bereitwilligkeit, okay, ich will meinen Geist so ändern, dass ich hier nicht mehr etwas sehe, was außerhalb von mir eine andere Bedeutung hat, als das, was ich in mir als mich selbst wahrlich erkenne. Und diese Änderung der Sichtweise ist, könnten wir sagen, das Werkzeug, das wir mitbringen in dieser Funktion, okay, die Erlösung der Welt hängt von mir ab. Weil ohne meiner Vergebung es keine Erlösung meiner Welt gibt, weil die Erlösung der Welt ja nur in meinem Geist stattfindet, in deinem Geist. Und vielleicht noch ein paar Worte, bevor wir die Mikrofone aufmachen zum Teilen, aus dieser Lektion 186, die gar nicht so einfach zu verstehen ist. Vielleicht ist es sogar ganz gut, diese Lektion zwei-, dreimal am Tag sich wirklich genauer anzusehen. Ja, oft sieht es so aus, dass es sich um vollkommen triviale Aussagen handelt, aber wenn wir da einen Moment stillstehen und hineinblicken, sehen wir, dass da wirklich dieses größere Bild, diese große Funktion, die uns von Gott selbst gegeben wurde in seinem Plan für die Erlösung der Welt, dahinter steckt und dieser Hinweis hier ganz zart und sanft gegeben wird, sie anzunehmen. Und ganz besonders finden wir hier in diesen, ich gehe hier nur auf das Ende dieser Lektion ein, in diesen letzten drei Absätzen, wo er im 12. Absatz sagt, du wie dich seine Stimme, sagt er ursprünglich, wie dich Gottes Stimme anweist, tue das, ne? Folge in dieser Kommunikation. Und wenn sie, wenn diese Stimme außerhalb von Raum und Zeit, diese Stimme, die aus Christus von dir in deinem Inneren zu dir spricht, ne? Und die haben wir zu Beginn des Kurses gehört als in der Anweisung, horche, lausche, ne? Höre wirklich hin, lerne und tu so, wie es dir angewiesen
wird oder du, wie du in dieser Kommunikation mit deiner Stimme erkennst, dass du hier eine Funktion erfüllen sollst, die weit über irgendein Tun in der Welt hinausgeht. Wenn sie etwas von dir will, was unmöglich scheint, dann erinnere dich daran, wer es ist, der bittet und wer verweigert. Dann sollen wir in unserem Geist das eröffnen und sehen, oh mein Gott, ich werde hier eigentlich von der Stimme, die für Gott spricht, sagen wir mal, in diesem Übersetzer, in dieser Stimme des Heiligen Geistes, in meinem Bruder, in meinem Lehrer, angewiesen. Ja, vielleicht ganz trivial, mich nicht zu identifizieren mit all dem, was da so tagtäglich im Menschengeist, im Menschenbewusstsein hochkommt, an Emotionen, an was immer für Wahrnehmungsbilder, die alle emotional behaftet sind und diese Bedeutung, die ihnen gegeben wurde, zum Ausdruck bringen, sondern wirklich gelassen damit zu sein und in dem Sinne in dieser Gelassenheit sehen, wow, eigentlich, ich habe alles, um mich damit nicht mehr identifizieren zu müssen. Ich kann es nutzen, um zu sehen, was wirklich vor sich geht und gegeben ist und da ist und worum ich gebeten werde. Und das ist schon gar kein kleiner Schritt, wenn ich in meinem Traum des Menschseins hier mich nicht mehr emotional verflechten muss mit diesen Bedeutungen der Bilder, die ich allen Bildern gegeben habe, sondern dass ich sehen kann, dass dahinter, und wir sagen ja auch dazu in diesem Hilferuf, in diesem Ruf nach Hilfe oder nach Liebe, hier aus einer vollkommenen Gelassenheit heraus etwas gezeigt, geteilt und angeboten werden kann, das mich nicht auf Distanz hält oder in einem Rangordnungsunterschied als speziell sehen lässt oder mich selbst einstufe, sondern wirklich in diese größere Verbindung bewegen lässt und das attraktiv, als attraktiv auch wirklich gesehen wird. Mich mit deinem Geist zu verbinden, ist letztendlich, was die Erlösung der Welt ist. Und so ist es in Wirklichkeit mit jedem, der in unseren Geist kommt, jedes Bild, das in unseren Geist kommt. So, wir dürfen uns erinnern, wer es ist, der bittet, dass dies die Stimme ist, die von Christus selbst im Geist vernommen wird, und wer es ist, der diese Richtungsweisung, diese Bitte verweigern würde. Ja? Wer dieses kleine, ängstliche Ich als in der Wertlosigkeit dessen, wie es seit Generationen weitergegeben wurde, in der vollkommenen Tatsache, Anführungszeichen, dass ich ja nichts zur Erlösung der Welt beitragen kann, weil ich ja nur dieses kleine Sandkörnchen bin, das sowieso niemand sieht und niemand hört und niemand überhaupt Interesse hat, sich darauf einzulassen. Und deswegen ist auch diese gesamte Idee eine Idee des Aktivwerdens im eigenen Geist, des Mich-Zeigens, des Aufstehens im Geist und vielleicht auch Deklarierens, aber in erster Linie Demonstrierens, was für mich Mitgefühl, Liebe, Heilung ist und bedeutet, wie das im Moment erkannt wird, dass es in jeder Situation eine gegebene Sache ist. Und er sagt dann weiter, bedenke darauf dies,
Wer ist mit größerer Wahrscheinlichkeit im Recht? Ne? Dieses kleine wertlose Selbst und Ich oder die Stimme, die für Christus spricht? Die Stimme, die für den Schöpfer aller Dinge spricht, der alle Dinge ganz genau kennt, wie es sind, wie sie es sind. Oder ein verzerrtes Bildnis deiner selbst, verwirrt, bestürzt, unbeständig und alle Dinge ungewiss, Fragezeichen. Das wählst du in deinem Geist. Das ist unsere Wahl im Menschendasein. Ich wähle das, ob ich sehe, dass hier das, ob hier das tatsächlich diese Stimme ist, die mich still macht im Geist, die mich führt, vor der ich keine Angst zu haben brauche. Oder ich bestimme, dass hier ein verzerrtes Bild meiner selbst in Verwirrung, Bestürzung und Unbeständigkeit und Ungewissheit hier noch irgendeine Bedeutung hat und sage, ah, ich ziehe mich doch besser zurück und lass mal andere für mich die Welt erlösen. Lass dich nicht von dessen Stimme lenken. Höre stattdessen eine sichere Stimme, die dir von einer Funktion berichtet, welche dir dein Schöpfer gab, der sich an dich erinnert und dich inständig bittet, dass du dich jetzt an ihn erinnerst. Und das ist mehr als genug, wenn du jetzt bereit bist, dich daran zu erinnern und an ihn zu erinnern und dies anzunehmen, dass diese Stimme, die zu dir spricht, wirklich für dich alles ist, deine eine Beziehung ist und garantiert, dass du eine Freiheit und ein freies Sein erfährst, das nicht mehr eine Proklamation von Trennung von etwas wie einem Imperium, einem politischen Imperium sein muss, sondern eine Freiheit, die du wiedererkennst, die immer gegeben war, immer da war. Und natürlich fallen uns da sofort die Beispiele ein, ne? Ob das auch die Wiedervereinigung Deutschlands war. Ne? Das war ja auch indirekt eine Proklamation, sich zu trennen von einem alten System oder von alten oder anderen östlicheren Einflussbereichen. Und das ist ja interessant, dass eigentlich ein Kurs in Wundern Lernende und Lehrer im deutschsprachigen Raum, wenn du das wirklich geografisch zuordnen würdest, ich kann es nur so empirisch sagen, aus meinen persönlichen Kontakten über den Daumen geblickt. Und das hat natürlich auch wieder nur etwas mit mir und meinem Geist zu tun. Aber da gibt es nicht wenige Kursbrüder, die aus dem vormaligen Ostdeutschland durch diesen Prozess, der auch durchgegangen wurde und erkannt wurde, dass eigentlich in dieser Proklamation der Unabhängigkeit wirklich eine Feier und Verbindung in einem Geist sich eröffnete, die eine totale Überraschung wahrscheinlich war für die meisten. Einige sind ja auch im Raum hier. Und es ist wirklich höchst interessant, dann diese persönlichen Geschichten zu hören. Die sind auch höchst wertvoll, weil sie Beschreibungen von Geschichten sind, die eigentlich aufzeigen, dass der Geist vielleicht zum ersten Mal in diesem menschlichen Leben erkannte, dass es um etwas ganz was anderes geht, als sich nur politisch frei zu machen. Das ist, wovon diese Lektion spricht, dass die Erlösung der Welt von mir, von dir abhängt. Und deswegen sind das höchst wertvolle Geschichten, die auch wirklich geteilt werden sollen. Seine sanfte Stimme ruft vom Erkannten den Nicht-Erkennenden zu. Er möchte dich trösten, auch wenn er keinen Kummer kennt.
Er möchte Rückerstattung leisten, obwohl er vollständig ist, dir eine Gabe schenken, auch wenn er weiß, dass du schon alles hast. Er hat Gedanken großgeschrieben, die jedes Bedürfnis befriedigen, das sein Sohn wahrnimmt, obschon er sie nicht sieht. Na, und so, das Erste war, wow, endlich, jetzt gehe ich mal nach Westdeutschland. Ich habe hier ein paar Westmarks bekommen und jetzt lasse ich es mir mal gut gehen und gehe mal ordentlich einkaufen. Das, was ich vorher nicht konnte. Und in Wirklichkeit, das ist, was wirklich gegeben wurde. Ne? Dass hier alles gegeben wurde, der Gedanke Gottes gegeben wurde, auch wenn sie noch nicht gesehen wurden. Ne? Denn die Liebe muss geben. Und was in seinem Namen gegeben wird, nimmt die Form an, die sich in einer Welt der Form am nützlichsten erweist. Dies sind die Formen, die nie täuschen können, obgleich sie aus der Formlosigkeit selber kommen. Das, was Geist Gottes ist, Formlosigkeit selbst, da kommen sie. Und hier ist es noch zum Abschluss. Vergebung ist eine irdische Form der Liebe, die, da sie im Himmel ist, keine Form hat. Was jedoch hier gebraucht wird, wird hier so gegeben, wie es gebraucht wird. In dieser Form kannst du deine Funktion sogar hier erfüllen, obschon das, was dir die Liebe bedeuten wird, wenn dir die Formlosigkeit zurückerstattet worden ist, noch größer ist. Letzter Satz, die Erlösung der Welt hängt von dir ab, der du vergeben kannst. Das ist deine Funktion hier. Ja, und wir wollen das abschließen in dem Sinne mit der Gewissheit und der Bestätigung. Und darin hatten wir Erfolg, wie wir jetzt in dem Moment sehen, dass es erfolgreich ist, was Vergebung anbietet und was es in unserem Geist eröffnet. So, was immer dir in deinen Geist kommt und du kommentieren, teilen oder fragen möchtest, mach das Mikrofon für dich auf. Danke, dass du hier bist und für dein Teilen. Hallo, hier ist Ila. Guten Tag oder guten Abend. Schön hier zu sein. Danke, Devavan, für alles, was wir hier hören durften. Ich habe tatsächlich gerade so ein Thema oben aufzulegen und was sich so täglich irgendwie so verändert. Es gab eine Situation, wo die ich für mich so wahrgenommen habe, dass ich in meiner Wehrlosigkeit vor jemandem stand mit offenem Herzen und das Gefühl für mich nach einem Gespräch war, dass dieses Gespräch mir gegenüber sehr lieblos und herablassend war und ich mich in Wehrlosigkeit geübt habe und mich nicht gerechtfertigt habe, nicht diskutiert habe und einfach nur versucht habe zu akzeptieren und dann durch ein so ein gefühltes Tal von Schmerz geschickt wurde, was sich dann so auch auf der körperlichen Ebene
äußerte. Am nächsten Tag war diese Tageslektion: Ich vertraue meinem Bruder, mit dem ich eins in meinem Geist bin oder so. Und dann hat sich das so ein bisschen erholt. Und dann konnte ich so ein bisschen gefühlt mich nicht mehr so wichtig nehmen als das kleine, die kleine Ela mit ihren Schmerzideen. Und dann hat das irgendwie so im Hintergrund eine Eigendynamik entwickelt. Und ich habe mich jetzt so entschieden, und ich weiß, dass das Angriff ist, und keine Wehrlosigkeit mehr. Ich möchte denjenigen jetzt besser hassen und meiden, damit ich nicht mich weiter mit demjenigen in Konfrontation befinde. Wenn ich den meide, hoffe ich, dass der Hass dann so vergeht. Und ein Teil von mir weiß, dass das nicht die Lösung sein kann. Und der andere Teil von mir sagt, dass das jetzt aber das Beste ist, damit umzugehen. Und ich bin mal wieder sehr, sehr verwirrt. Vielen Dank. Ja, danke für dieses Teilen, Daniela. Es ist auch ein Beispiel, dass wir schon nicht zum ersten Mal in der Richtung so beleuchtet haben. Und das ist auch wirklich das Beispiel für den ganzen menschlichen Zustand, von Anfang bis zum Schluss. Und das Wesentliche, denke ich, ist erstmal dir Danke zu sagen, dass du in dem Moment auch dich erinnert hast, dass Wehrlosigkeit das ist, was du für dich wähltest und erfahren wolltest. Weil die Sache ist ja die, irgendwo im Geist, auch wenn es nicht vielleicht ganz bewusst sofort gesehen wird, ist es schon klar, dass die Ursache ja nicht beim anderen liegt. Ne? Das heißt, die Ursache, auch wenn ich sie nicht sehen kann, sind in meinem Geist. Und nachdem ich ja so eine beschriebene Situation als Angriff deute, müssen es Abwehr-, Verteidigungsgedanken in meinem eigenen Geist sein, die diesen Angriff hervorrufen. Und das wäre dann auch der weitere Schritt in der eigenen Geisteserforschung. Wo sind meine Verteidigungsgedanken versteckt in meinem Geist, die dieses alte Bild des Angriffs hervorbrachten oder zeigten in dieser Manifestation, in diesem Bild, ne? Und die Wehrlosigkeit, macht mal diesen Schritt zurück, geht mal diesen Schritt zurück und sagt, okay, ich kann das zwar jetzt nicht sehen und natürlich bin ich erstmal herausgefordert mit der ganzen Situation, weil die erste Reaktion aus der Vergangenheit ist auch, Distanz einzunehmen und Distanz zu halten und diese Person, dieses Bild meiner selbst auszuschließen. Ja, und in dem Sinne, das ist eine wirkliche Ablehnung, ne? Und in diesem Ausschluss lehne ich einen Teil meines Geistes ab und sage, das ist nicht akzeptabel für mich, ne? Und das mag durchaus in persönlichen Beziehungen auch notwendig sein, dies zum Ausdruck zu bringen und zu deklarieren, dass das nicht mehr länger akzeptabel ist und annehmbar ist, wie es sich so zeigt als ein Bild des Angriffs. Aber dass es sich wirklich auflöst und geheilt wird, hat natürlich nur etwas mit der eigenen Arbeit im Inneren zu tun und diesem Sehen und dann Übergeben dieser Verteidigungsgedanken, weil es ja eine Verteidigung gegen die Wahrheit ist und niemals gegen etwas Kleines, was die Welt oder diese Person anbietet. Die letztendliche Verteidigung ist ja nur, ich habe mich gegen mein wahres Selbst verteidigt. Ich habe mich gegen Gott verteidigt. Und aus diesem einen Verteidigungsgedanken wurden viele Verteidigungsgedanken gegen oder im Zusammenhang mit den verschiedensten Bildern dann geformt und definiert und gehalten. Ne?
Aber das ist letztendlich, was zurückkommt in meinem Geist und mich noch einmal einlädt, hier ganz klar neu zu wählen. Und das ist eine Wahl, dass ich keine Angst mehr habe vor dem Licht Gottes, vor der Wahrheit selbst und dass ich jetzt in dem Moment die Wahl treffe und ein Ja gebe, dass mir gezeigt wird, dass alles das eine selbe Selbst ist. Und das darf ich jetzt eigentlich auch mit dieser Grollfigur und Grollsituation sofortig üben und anwenden. Das heißt, ich darf sofort erkennen, dass die Person, die ich da ausgeschlossen habe, in Wirklichkeit dasselbe Selbst mit mir teilt und dieselbe Vollkommenheit mit mir teilt, wie Gott uns beide schuf oder wie Gott das eine selbst als seinen Sohn schuf, sozusagen. Und wenn ich das wirklich ernst nehme und in diese Erfahrung des Einsseins reingehe, dann sehe ich auch, dass da überhaupt nichts da ist, was ich ausschließen möchte oder ausschließen könnte oder überhaupt einen Groll hegen möchte. Das ist, was Selbsterkenntnis im wahrsten Sinne anbietet und dann eröffnet im Geist. Aber der Weg mag durchaus so lang sein, solange noch ein Wert darin gesehen wird in diesem Spielchen von Ausgrenzung oder Ausschluss. Oder in dem Sinne ist es ja, irgendwo muss ich noch fühlen, ja, ich bin ja jetzt doch das Opfer dieser Situation und dieses Ausdrucks dieser Person. Ne? Je schneller ich dahin gehen kann, zu sehen, dass ich bereits in diesem Ausschluss meiner selbst meine Opferrolle annehme, desto schneller kann ich auch eine neue Wahl treffen und sagen, davon habe ich keinen Nutzen mehr, mich als Opfer einer Situation oder eines wirklich meines eigenen Selbstes zu sehen oder zu halten. So, wenn ich kürze das jetzt alles ein bisschen ab, da könnt, das ist natürlich, was immer der Prozess bedarf, ist, egal auf welcher Ebene und Stufe, absolut Teil der Gesamtheilung. Ne? Und die einen von uns sind ein bisschen schneller, die einen von uns brauchen ein bisschen mehr Zeit, spielt keine Rolle, weil wir beim selben Ziel ankommen. Ne? Aber was ist denn auch das Ziel dann im Ausdruck? Wir nehmen ja die Praxis, das Üben wirklich mit. Wir nehmen ja die praktische Situation her und stehen da darin und wollen nicht nur den Kurs irgendwo konzeptionell, theoretisch, ah ja, eh klar, und steht ja auf Seite so und so. Sondern wie sieht denn das wirklich aus in solchen Situationen? Und was kannst du dazu sagen? Ich gebe vielleicht noch einmal kurz das Mikrofon zu dir zurück, Ella. Was kannst du sagen, wie du das bereits schon auch erfahren und erkannt hast, wie du das leben konntest, sodass es nicht im Groll geblieben ist, sodass es nicht im Ausschluss geblieben ist? Was hast du mit solchen Persönlichkeiten zum Ausdruck bringen können? Wie hast du dich gezeigt im Umgang mit diesen Persönlichkeiten? Und vielleicht waren es nur dann ganz zufällige, ne, das ist mir selber alles passiert, da habe ich dann zufällig im Supermarkt getroffen, gesehen, wow, kein Zufall, ne? Jetzt ist die Zeit. Was will ich denn jetzt zeigen? Ich hatte gestern eigentlich eine ähnliche Situation, auch ein Bruder, der vor längerer Zeit nicht nett umgegangen ist mit dem, was ich ihm angeboten habe, der hat das vollkommen abgewiesen und hat mich auch verbal auseinandergenommen. Ne? Und dann hat es keine Kommunikation, ich hatte keine Notwendigkeit, da nachzusetzen. Ich habe es so stehen lassen und er hat sich dann zurückgezogen. Und wir haben uns gestern ganz zufälligerweise bei dieser Feier getroffen. Und ich habe sofort gesehen, da ist meine Situation, etwas zu demonstrieren. Und das gebe ich mir selbst. Magst du das noch mal kurz vielleicht? Ich weiß nicht, ob du es genau verstanden hast, wovon ich spreche, Ella, aber vielleicht Ich magst du weiß es noch auch kurz. nicht. Ich weiß sowieso gar nichts, aber ich, so aus dem Bauch heraus Ja. würde ich jetzt diese Erkenntnis, dass es sich ja gar nicht um diesen anderen handelt, sondern dass das ein Teil meiner selbst ist, was ich da letztendlich angreife, wenn ich wirklich heilen will.
bringt es ja nichts, wenn ich Teile von mir abschneide und hier lasse. Ja. Also wäre es ja sinnvoll, die ins Licht zu holen und sie für mich zu heilen, egal was der Bruder oder die Schwester letztendlich scheinbar getan hat. Ich muss ja nicht sagen, sei weiter scheiße zu mir, sondern ich kann ja einfach sagen, okay, dieser Teil, der da so scheinbar reagiert, will von mir nur geliebt werden. Ja, Und gut. Sagen wir mal, du hast überhaupt keine Zeit, das so wie du es jetzt, wie wir dir zuhören und das richtig erklärst. Du hast gar nicht die Zeit. Du weißt, du hast eigentlich nur 10 bis 30 Sekunden, ne? Weil eure Wege, ihr seid auf unterschiedlichen Wegen, jeder geht vielleicht sogar in unterschiedliche Richtungen und du triffst nur diese Person. Was wirst du aufzeigen wollen? wenn ich nur so wenig Zeit habe, dann tue ich so, als ob ich sie nicht gesehen habe. Nee, das wär das alte Selbst. Was Ja. machst du aus diesem neuen Verständnis heraus? Also ich habe gehört, dass hier viele sind, die sagen, ich gehe in meinen Geist und vergebe mir diesen Teil, der diese Rolle auf denjenigen gespielt hat. Ja, Aber das ich weiß machen wir nicht, ob das jetzt. klappt. Das machen wir jetzt und passiert jetzt. Das heißt, das nimmst du bereits mit. Ab jetzt ist es bereits für dich vergeben. Was? Jetzt geht es nur mehr um die Demonstration. Was wirst du demonstrieren? Hallo sagen, schön, dass du da Ja, bist. Ich genau. Das ist sehr gut. Hallo. Und das mit einem herzlichen Ausdruck, der für sich selber spricht, nichts ist in Wirklichkeit passiert. Ja, das ist doch Wow. verständlich, oder? Also das darf ich aber üben, ne? Das dürfen wir alle Da brauche ich üben. noch viel Geräusch, damit ich es oft Nee, üben das kann. brauchst du auch nicht. Das üben wir gerade jetzt mit der einen Situation, die darf auch für alle Situationen stehen. Aber wir sind dazu fähig und das kannst du jetzt sehen und das sagt dein Lachen auch aus, ne? Und jeder hier im Raum kann das sofort fühlen. Ja, das kann ich machen, ja? Aber natürlich muss ich bereits von der Klarheit kommen in meinem Geist, dass ich davon keinen Nutzen mehr habe, das weiterhin in der Trennung zu behalten. Ja, oder in der in dieser Abwehr und in diesen wie heißt das, diese Rejection, diese Abweisung zu halten. Ja. Es ist letztendlich keine schwierige Sache zu demonstrieren, dass da das hat es überhaupt nie gegeben. Ja. Ich mag zwar noch einen Fetzen von Erinnerung in meinem Geist haben. Und den vergebe ich im selben Moment, wo ich diesen Fetzen, diesen Gedankenfetzen noch sehe. Aber ich kann sehr wohl bereits in der Zeit voranschreiten und demonstrieren. Mir wurde nichts angetan. Ich bin nicht dieses verletzliche kleine Nichts, das sich jetzt ins Schneckenhaus zurückziehen muss oder sogar im Groll zeigen muss, dass ich ja doch recht hatte. Sondern ich kann mich einfach zeigen, ich bin nach wie vor dasselbe geblieben. Es hatte keine Auswirkungen auf mich, was du zu mir gesagt hast oder was du jemals versucht hast, mir anzutun. Und das sind die ganz praktischen, simplen Das klingt gut. Einladungen, klingt doch gut, ne? Ja. Einladungen von ihm, dann auch zu demonstrieren. Das ist dann wirklich Lernen auf höchster Ebene, was Vergebung anbietet und wie Vergebung funktioniert. Danke, danke. Das fühlt sich richtig gut an. Ich wollte eigentlich sagen, das ist hier gar nicht mehr vorstellbar. Da habe ich 100 Argumente, die dagegen sprechen. Und auf einmal war da so ein Gefühl. Das ist ja viel besser, so eine Idee, auf die wäre ich ja nie gekommen. Danke. Ja, danke dir. Wunderbar, wie Danke. schnell du bist. Wunderbar, ja, danke. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Solche Situationen kenne ich auch zuhauf. Ich wollte noch mal darauf einsteigen, was du am Anfang gesagt hast mit dem Unabhängigkeitstag. Ich habe diesem Tag eine ganz andere Bedeutung gegeben. Vor 11 Jahren ist da mein Mann verstorben.
Witzigerweise war er mit Amerika gar nicht so Freund. Aber er hat sich, glaube ich, wirklich, also ich habe mir diesen Tag ausgesucht, weil es meine Unabhängigkeit demonstriert hat. Ja, und was mich da sehr beschäftigt gerade ist, dass ich einen guten Freund habe, der uns damals sehr unterstützt hat und auch von meinem Mann ein guter Freund war. Der sitzt zurzeit in Griechenland im Gefängnis zu Unrecht. Und wir hatten gestern einen kurzen Austausch, dass, also er hat natürlich viel Zeit und Erkenntnis, was sein Leben angeht, ist ungefähr mein Alter und ich mag ihn wirklich sehr. Vor allen Dingen bin ich ihm sehr dankbar und es quält mich irgendwie diese Situation und immer wieder, ja, gehe ich in meinen Geist und bringe da meinen Frieden und meine Liebe rein. Und er hat eine Bemerkung gemacht, ich habe meine Seele gefangen genommen. Und wir hatten einen kurzen Austausch darüber und ich habe gemerkt, wie ich in meinem Geist ja, das ans Licht gehoben habe, indem ich sage, es ist nicht die Seele, es ist der Körper gerade im Gefängnis. Es sind vielleicht die Gedanken auch begrenzt. Aber die Seele, glaube ich, also ich hatte so das Gefühl, die möchte, die ist unabhängig und frei. Und der Geist ist sowieso bei mir. Also, obwohl wir uns jetzt Jahre nicht gesehen haben, habe ich das Gefühl, der ist einer meiner engsten Freunde, weil ich ihn spüre, obwohl wir gar nicht die Möglichkeit haben. Und das ist eine unglaublich tiefe Lernsituation. Und ja, und da bin ich gestern auch noch mal in mich gegangen. Und ja, habe das beleuchtet, wenn das ein Teil von mir ist. Warum möchte ich dieses, oder warum habe ich diese Situation geschaffen? Was will es mir sagen? Und ich komme immer wieder, also ich höre immer wieder die Stimme, dass ich mich selber begrenze, dass ich mich klein halte, dass ich meine wahre Größe gar nicht richtig annehmen kann und dass immer wieder Möglichkeiten sind, das für mich auch klarzustellen und mich nicht von den äußerlichen Umständen abhalten zu lassen und abhalten lasse und mein Verstand sagt mir, ich kann nichts machen, um ihn da rauszuholen. Aber mein Gefühl sagt mir, ja, dass ich sozusagen die Vergebung da anwenden kann und wirklich die Erlösung in dieser Sache sehe. Und das ist so schwierig in Worte auszudrücken, aber das ist etwas, was mich sehr beschäftigt gerade. Und ja, das wollte ich einfach hier mal ins Licht heben. Ja, danke dir, liebe Katja. Die Aspekte, die ich dir hier zeigen und teilen möchte, sind erstens einmal, ich sehe ja nur mich selbst, ne? Ich sehe mich selbst gefangen. Und das hast du ja auch ausgeführt, ne? In diesem Selbstkonzept oder in diesem Gefühl von Wertlosigkeit und so weiter und so fort, kennen wir ja alle. So, das ist die innere Arbeit, ne? Die innere Arbeit ist zu sehen, dass ich nicht mehr gefangen bin, sondern tatsächlich frei bin. Und das heißt, das bedarf eine momentäre Erinnerung, dass das auch tatsächlich so ist. Das kann mir immer nur eine Erfahrung im gegenwärtigen Moment zeigen, dass dem so ist. Natürlich kann ich es mir tausendmal sagen, ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, aber es ist wirklich die Erfahrung, die das dann wirklich macht, dass das so ist. So, für uns selbst brauchen wir nur diese Erfahrung wollen und in diese Erfahrung gehen. Und es ist die Erfahrung der Stille. Es ist die Erfahrung des Kontaktes und Kommunikation
in seinem Geist mit ihm. Egal welche Form, egal welche Methodik, egal welchen Weg wir wählen. Die Erfahrung zeigt, das ist so. Ich bin frei, mein Geist ist frei, mein Selbst ist frei. Ich erkenne an, dass ich nicht zu etwas anderem geworden bin, als wie Gott mich schuf. Der andere Aspekt ist jetzt, was ist dieses Bild, das ich als meinen Freund in diesem Gefängnis sehe? Weil ich sehe in Wirklichkeit nur etwas, was nicht wirklich jetzt da ist. Ich sehe nur die Vergangenheit. Und das ist auch ein Teil für das Lernen, ein Teil des Lernens, hier nicht zu versuchen, das Bild zu verändern. Weil das Bild verändern, was kann ich jetzt tun, damit dieses Bild ein anderes wird, damit diese Person, die im Bild diese Figur spielt, als mein Selbst im Gefängnis, dass sich das verändert. Und meistens gibt es diese Vorschläge und gehen wir entlang mit dem, wie wir dieses Bild der Welt ändern könnten. Okay, mache ich jetzt einen Aufruf, einen politischen Aufruf, schreibe vielleicht dem Außenministerium und alle möglichen Sachen haben wir ausprobiert. Aber hier ist etwas, was wir lernen können, wenn wir wirklich mit seinen Instruktionen entlang gehen, die uns auch in dem erinnern lässt, dass das, was ich da draußen sehe, nicht wert ist, es zu manipulieren, zu verändern, sondern dass ich es wieder nur zurückbringe, um meinen Geist zu verändern. Und wenn es auf dieser Ebene ist und ich kann das spüren, wie schlimm es der Person geht in dem Gefängnis, sagen wir mal dazu, dann wähle ich halt momentan in dem Moment, dass ich davon keinen Nutzen mehr habe, dass ich dies anders sehen möchte, auch, dass ich bereit bin, dieses Bild loszulassen, dass ich bereit bin, auch mein Selbst als diese Figur auf Distanz zu halten, weil ich habe mich selbst ja da eingesperrt, um auf Distanz bleiben zu können. Das ist ja auch ein Teil davon und ein Ausdruck der Angst. Und in der neuen Wahl, in dieser Änderung meiner Denkweise, sage ich, okay, ich bin bereit, hier nicht mehr mein Selbst auf Distanz zu halten. Ich bin bereit, dass mein Selbst wieder zurückkommen kann zu meinem Selbst, in meinem eigenen Geist, mir zeigen darf, dass es tatsächlich bereits verbunden eins ist und sich niemals wirklich getrennt hat. Und das schließt natürlich nicht aus, dass ich in der persönlichen Kommunikation, wenn sie gegeben ist, hier ich Hoffnung geben werde, Mitgefühl zeigen werde, mich anbieten werde, brauchst du irgendetwas, kann ich mit irgendetwas behilflich sein in der Situation, um sie in dem Sinne so besser zu gestalten, dass es sich besser anfühlt, für dass ein Sinn da ist, okay, da ist auch jemand hier für mich, denn ich bin nicht ganz allein und abgewiesen von der Gesellschaft. So, das schließt das alles nicht aus. Aber die wirkliche Arbeit ist in der Änderung der Gedanken in unserem eigenen Geist. Und dafür bin ich verantwortlich. Ich bin nicht wirklich verantwortlich, wie sich das Bild in seiner Unmöglichkeit, in seinem Angriff gestaltet oder verändert im Außen. Das folgt automatisch, wenn ich wirklich gewillt bin, ein Wunder einzuladen und das Wunder für mich selbst eröffne, mir selbst sage, es ist zwar vollkommen unlogisch oder erscheint unmöglich, aber ich glaube trotzdem, dass ein Wunder möglich ist. Ja. Dass hier keine Notwendigkeit besteht, das auf der Zeitlinie so zu behalten, ne? Oder so erfahren zu müssen, so sehen und wahrnehmen zu müssen. Aber
damit würde ich es dann schon belassen. Weil mein Vertrauen auf ein Wunder ist alles, worum ich gebeten werde, im Annehmen der Sühne für mich selbst. Und wenn ich hergehe und wirklich persönliche Hilfe anbiete, dann mache ich das auch nur für mich selbst, weil ich noch irgendwo identifiziert bin als eine Persönlichkeit im Traum. Und weil das Näherliegendste ist, wie ich Liebe, Mitgefühl mir vorstelle, dass es kommunizierbar ist innerhalb des Traumes. In Wirklichkeit ist es ja nur ein Gedanke selbst. In Wirklichkeit ist es ja unmittelbar. Es bedarf ja überhaupt keinen Ausdruck meiner Persönlichkeit. Aber solange ich noch glaube, dass hier ein Wert liegt in meinem Ausdruck, werde ich auch diesen Weg beschreiten und mich anbieten, wie ich helfen kann. Also es schließt es nicht aus. Aber den Fokus werde ich trotzdem legen auf die gedankliche Umwandlung. Und dann auch in der Gewissheit zu stehen und in der Gewissheit zu gehen, okay, ich habe diese Aktion für mich vollbracht, ich erinnere mich jeden Moment wieder und das ist es. Und damit bin ich eigentlich in der Gewissheit, dass das, was ich da gefangen gesetzt habe oder mich selbst als gefangen wahrgenommen habe, in Wirklichkeit bereits mit mir frei ist. Und auch in der Formassoziation frei ist. Das heißt, in meinem Geist denke ich, da sitze ich gar nicht mehr in einem Gefängnis. Das ist bereits vorüber. Es ist bereits gut ausgegangen. Ich bin wieder frei, auch in der äußeren Form, auf der körperlichen Ebene. Weil auch das ist ja nur ein Gedanke. Und wenn wir das jetzt miteinander auch teilen, da ist Mächtigkeit, da zeigt sich Macht des Geistes. Wenn wir uns darin verbinden, dass wir diese Gewissheit annehmen, dass das bereits erfüllt ist, vervollkommnet ist, das ist eine Macht im Geist, zu der gibt es keinen Vergleich auf der weltlichen Ebene. Dann ist es vollbracht. Mit anderen Worten, er ist auferstanden. Er ist auferstanden in der Tat, jetzt. Ich bin auferstanden, würden wir hinzufügen. Ja, nochmal auf die heutige Lektion. Heute kam nochmal der Gedanke auf, ich weiß gar nicht, was Erlösung bedeutet. Also wie du schon eben geschildert hast, möchte ich ihn gerne in der Form aus diesem Gefängnis raus. Eigentlich hat er gesagt, ich möchte nicht nur raus, sondern ich möchte nach Hause. Und daraus höre ich ja meinen eigenen Wunsch. Und das merke ich, in dieser geistigen Arbeit geht es darum, mich von diesen ganzen Verstrickungen zu befreien. Und die Erlösung ist eigentlich, dass ich nicht mehr leide. Und das beginnt mit der Vergebung mir selbst, weil ich weiß ja, dieses Bild habe ich gemacht. Und das quält mich, weil ich es ungerecht finde. Und letztendlich stehe ich dahinter und ja, kann damit im Frieden sein, tatsächlich, obwohl diese Situation tatsächlich für mich schon über Jahre jetzt unlösbar scheint, dass da etwas in mir heilt und in ihm natürlich auch. Und dadurch, dass wir das zusammen erleben in allen, ein unglaubliches Geschenk ist. Und das habe ich versucht, natürlich mit meinen Worten und so wie es mir gegeben wurde, zu kommunizieren. Und das hat letztendlich für mich ja diese Hilflosigkeit, dieses Gefühl der Hilflosigkeit überwunden. Und ich habe wirklich gesehen, ich kann da sein, obwohl eigentlich nichts, also obwohl eigentlich ich das Gefühl
Vom Verstand her habe ich kann gar nichts machen, aber ich kann sehr viel machen. Und das ist das, wo ich merke, wo ich langsam wirklich so dankbar und zuversichtlich bin, was die Vergebung mir anbietet und was wirklich Erlösung ist. Da bin ich so froh. Ja, danke. Danke. Ja, und vielleicht ist sogar so ein Brief oder eine Anfrage ans Außenamt angebracht, ne? Weil darum muss sich ja auch das Außenamt kümmern, wenn jemand, wenn ein Deutscher eingesperrt ist in einem anderen Land, ne? Auch wenn es zur EU gehört, ne? Und ich würde nichts ausschließen, ne? Aber dass der Sinn, dass Ungerechtigkeit da wäre, das ist vor, das kommt vor der Erlösung und vor der Vergebung. Ne? In dem Moment, wo ich wirklich eintrete in diese Vergebungsarbeit, ist auch keine Ungerechtigkeit mehr da. Und dann sind die Tore wirklich offen, dass hier das Wunder sich zeigen kann, auch in der Form, wie es sich dann verändern kann. Ne? Und durch was immer für Mittel, die dann in Gang gesetzt werden, um eine Änderung zu auch im Erscheinungsbild zu bewirken. Eine Frage hab ich da aber. Wenn er daran nicht glaubt und viele, sag ich mal, destruktive Gedanken hat, kann das Wunder trotzdem sich zeigen? Für dich auf jeden Fall, ne? Für mich auf jeden Fall. Letztendlich wird es ja nicht geteilt in der Trennung, sondern das Wunder verbindet uns ja auch im Geist und zeigt uns, dass nur ein Geist da ist. So, das ist ja auch nur wieder ein Bild aus einer Bedeutung, die ich der Situation gegeben habe, ne? Dass ich den anderen nach wie vor ignorant dazu belasse, ne? So, das ist auch Teil der Vergebungs- und Heilarbeit, mich so einzuladen, dass das annehmbar ist. Ne? Dass wenn wir uns verbinden, müssen wir uns auch, damit es kräftig und mächtig werden kann, müssen wir uns auch auf derselben Ebene verbinden, mit denselben Ideen verbinden, ne? Mit denselben Ideen von Möglichkeiten auch verbinden. Ne? So, das ist schon verständlich, dass das vielleicht fluktuiert oder auf und ab geht oder vielleicht schon ganz irgendwo in der Frustration und Depression verschwunden ist, ne? Aber ich denke schon, dass es in dem Sinne viel, viel mächtiger sich zeigen und das heißt dann, dass es schneller geht, ne? Wenn diese Verbindung auch als zwei Geister mit demselben Ziel verfolgt wird, mit demselben Sinn und Zweck. Ne? Weil das ist dann ja, hey, jetzt sind wir ein Team. Ne? Jetzt arbeiten wir als Team mit dem. Ne? Und das muss man halt oft auch klarstellen. Ne? Wenn man nicht bereitwillig ist, sich da zu verbinden, jetzt in dem Sinne in einer Befreiungsidee, dann macht das Zeit. Ne? Das heißt, das Wunder soll ja die Zeit verkürzen und verkürzt es auch. Und deswegen bedarf es diese Verbindung im Geist. Und das ist auch eine Verbindung in denselben Ideen. Ne? Oder mit der einen Idee, die dann verfolgt wird, vielleicht so, wie man es hier in Raumzeit machen wird, aber auch mit der Idee, hier wirklich die geistige Änderung zu erarbeiten. Ne? Alles ist Teil in dem Sinne, dass der Geist sich auf Wundergesinntheit ausrichtet. Ne? Natürlich, wenn ich sehe, dass mein Bruder noch nicht wundergesinnt ist, dann bin ich noch am Weg in dieser Ausrichtung. Ne? Und sicher, ich kann nichts anderes tun, als das so gut wie möglich klären, dass es halt dies bedarf. Ich kann natürlich niemand überzeugen oder zwingen dazu. Ne? Aber ich kann sehr wohl ein Argument anbieten, dass es
einen Beschleunigungsfaktor gibt und dass dieser Beschleunigungsfaktor der ist, wenn wir uns in der Idee verbinden. Ja, ich habe ermutigt. Mehr kann ich ja nicht tun. Ja. Ich glaube, also ich weiß ja nicht, was ankommt und was wirklich passiert. Aber ich habe das Gefühl, dass etwas auf dem Weg und das Gute ist, ich kann klarer sein, weil ich mich besser verstehe Ja. Gefühle auch ernst nehme und dem Heiligen Geist übergebe, weil ich weiß, das ist mein alter Schmerz. Und ja, das in die Heilung zu geben. Und dann eröffnet sich irgendetwas, wo ich nicht weiß, wie die Kanäle sind, so, ne? Ja, ich habe selber in den letzten Jahren, bevor die Academy verkauft wurde, hat es auch dieses Projekt gegeben, Mirrorless Prisoner Ministry, also wir waren in Kontakt mit Insassen von Gefängnissen und das Projekt war so aufgesetzt, der Kontakt wurde nur schriftlich geführt, ne? Es gab keine andere Möglichkeit, mit den Insassen zu kommunizieren. Und ich habe ein paar Jahre habe ich das sogar gemacht. Und bei vielen war es so, war gar nicht so voraussehbar. Wir haben dann die 12 Schritte miteinander gearbeitet. Das war so die Form des Projekts, um den Geisteswandel zu beschleunigen und immer sich verbinden mit derselben Idee. Und obwohl es gar nicht so klar war, die meisten sind oft schon zwischen dem 4. und 8. Schritt, haben sie dann noch einmal irgendwie zurückgeschrieben, oh, vielen Dank und ich bin jetzt schon draußen auf Probation. Ne? Und also war ich selbst überrascht, dass die dann freigelassen wurden. Ne? Aber egal wie es ist, ne? Es gibt sehr wohl diese Formen, wie immer sie gegeben werden, die natürlich, die haben sich gemeldet und wir haben geantwortet. Ne? Die wollten diesen Kontakt haben und dieses Programm arbeiten mit jemandem, der draußen ist. Ne? Aber so betrachtet war es einfach nur eine Form, die Geister so ausrichtet, dass sie eine gemeinsame Idee teilen. Und das ist schon eine sehr gute Voraussetzung für eine Beschleunigung des Wunders. Ist auch letztendlich, was wir machen in all unseren Sessions. Ne? Wenn ich hergebe, gehe und irgendetwas aus dem Kurs lese und teile, dann ist es ja meist so, dass fast alle im Raum auch mit diesem Kurs in Wundern sind. Und das heißt, das ist schon eine gemeinsame Idee. Wir können durchaus vollkommen unterschiedliche Ideen und Meinungen und Auffassungen von dem, wie es interpretiert oder geteilt wird oder was so durch den Geist kommt und fließt, haben. Aber wir teilen trotzdem die gemeinsame Idee, was wir anerkennen, aus auferstandenen Christusgeist kommt in diesem Kurs in Wundern. Und auch wenn es vielleicht momentäre Trennungen gibt in einem Meeting, das verbindet uns dann wieder. Das sind Effekte, die wir gar nicht so bewusst mitbekommen, aber die wir nutzen, mit denen wir arbeiten. Und so kann man es natürlich auch mit ihm da im Gefängnis in Griechenland genauso machen. Aber es muss etwas sein, was sich ausrichtet auf Verantwortung übernehmen und seinen eigenen Geist ändern zu wollen. Ne? Es muss in die Richtung gehen, egal welche Form da gewählt wird. Okay, meine Lieben, ich glaube, wir verlassen es für heute so. Haben wir eine kleine Monster-Session gemacht. Wunderbar, danke. Sind wir alle gut so? Ja, Ja. ich war wieder im Himmel. Ich danke euch. Danke, Gabriele. Ich habe noch einen Song zu teilen, ja? So schön. Danke, Devavon. Danke, danke an alle. Danke. So schön. Danke. Danke. Okay, dann singen wir halt das Halleluja-Lied, ja? Ja.